Das Böse erhebt sich und neue Gefahren bedrohen Midgard. Doch auch das Gute wird immer stärker. In den beiden neuen Erweiterungen für Champions of Midgard werdet ihr euch auf neue, gefährliche Reisen begeben und angsteinflößenden Gegnern gegenüberstehen. Um sie erfolgreich zu bewältigen, stehen dir aber auch neue Krieger und sogar die mächtigen Walküren selbst zur Seite. In der Erweiterung Die düsteren Berge erkundest du ferne Länder und heimtückische Gebirge, in denen sich die Bergriesen seit jeher im Krieg mit den Bogenschützen-Clans des Nordens befinden. Stelle dich den Riesen entgegen und sichere dir die Unterstützung der Bogenschützen. Du wirst feststellen, dass sie wertvolle Verbündete sind, die nur selten ihr Ziel verfehlen und die herausragende Jäger sind. Wer sich ihnen entgegenstellt, muss immer damit rechnen, zu fallen. In der Valhalla-Erweiterung erhältst du Belohnungen, wenn deine Krieger im Kampf fallen. Durch den Einzug deiner Krieger in die heiligen Hallen erhältst du mächtige Unterstützung durch die Walküren in Form von neuen Effekten, Relikten und Kriegern, die entscheidend für deine Kämpfe in Midgard sein können. Einige deiner gefallenen Krieger werden sich selbst nach dem Tod noch den mächtigsten Kreaturen stellen und im Kampf gegen epische Monster auch aus dem Grab heraus für deinen Ruhm sorgen. Bist du bereit, dich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und die neuen Mächte willkommen zu heißen? Dann unterstütze die Erweiterungen zu Champions of Midgard ab sofort in der Spieleschmiede.